City. Ja! Ab in die Verlängerung, es war 3-0! Jawoll! Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal GameAxel. Heute kommen wir zu einem neuen EAFC24 Experiment. Zwar werde ich heute eine Bundesliga machen und zwar nur aus den Gründungsmitgliedern. Ja, so wünschen sich das viele mit vielen Traditionsvereinen. Kein Leipzig, kein Hoffenheim, kein Wolfsburg, nichts. Diese Liga. Stuttgart, 1860 München, Werder Bremen, Preußen Münster, KSC, Kaiserslautern, Hertha BSC, HSV, Eintracht Frankfurt, FC Schalke 04, FC Bayern, Duisburg, damals Meidericher SV, Braunschweig, Dortmund, Nürnberg und Köln. Ja, zwei sind noch drin, die keine Mitglieder sind, Gründungsmitglieder sind. Das sind Gladbach und Freiburg. Ich habe Gladbach genommen, weil es sind ja 18 Teams und es gab 16 Gründungsmitglieder. DFB-Pokal, alles gleich. Champions League, habe ich was geändert. Ja. Stadt Union Berlin spielt der KSC, halt, weil ich KSC mag da. Und statt RB Leipzig spielt der VfB wegen der Realität da. Und ja, wir werden jetzt diese Saison komplett durchsimulieren. Schauen, wie geht das alles so aus. Weil, ja, es sind viele Gründungsmitglieder. Und dann werden wir auch noch die nächste Saison durchsimulieren. Und dann simuliere ich noch ein paar Saisons, um zu schauen, wie langfristig es ist. Wo die Gründungsmitglieder am Ende alle sind. Ja, Vorbereitungsteam hier schön immer auswählen. Und ob dann wieder so Leipzig ganz viele Nicht-Traditionsvereine da sind. Ja. Lasst gerne allen kostenlosen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr mehr so Experimente sehen wollt. Ja, ich werde jetzt erstmal drauf los simulieren. Die erste Saison schauen wir uns noch ausführlich an in den nächsten Jahren. In der zweiten, dann nicht mehr so ausführlich. Und dann simulieren wir einfach nur noch weiter. So, ich bin am Ende der Saison angekommen. Ich bin bei Gladbach. Dritter geworden? What? Was ist das für eine Tabelle? Erster Bayern München. Zweiter Eintracht Frankfurt. Dann Mönchengladbach. Dann Dortmund. Und dann Schalke. What the fuck? Dann kommt Freiburg, dann Hertha, dann Köln, dann kommt Bremen, dann kommt VfB Stuttgart, dann kommt der FC Nürnberg, dann kommt der KSC, dann kommt der FCK, dann kommt Duisburg, dann kommt der HSV, dann wieder 15, dann kommt Braunschweig, kommt 1860 München und da kommt Preußen Münster. Absteiger waren erwartungsgemäß. Relegation ist wie ausgegangen? Braunschweig gegen Union Berlin gewonnen. Aber der Fakt, dass es Schalke schafft als Absteiger und in der zweiten Liga nicht performt haben, über geisteskrank gute Mannschaften wie Freiburg, Bremen, Stuttgart oder sowas zu kommen. Das überrascht mich sehr. Und das hier so. Ich glaube, nächste Saison werden Duisburg vor dem HSV ist. Als ein Team, das gerade in die vierte Liga abgestiegen ist, überrascht mich sehr. KSC finde ich super, dass sie drin geblieben sind. Ja. Aber dass Gladbach in die Champions League kommt. Gut. Machen wir weiter. DFB-Pokal gewinnt. BVB. Braunschweig war im Halbfinale. Was haben wir hier? Allein diese Halbfinals. Die Viertelfinals. Hertha gegen Braunschweig. Wolfsburg gegen Dortmund. Frankfurt gegen HSV. Fürth gegen Bayern. Geile Partien einfach. Gut, gehen wir weiter. UEFA Champions League gewinnt. Napoli im Finale gegen Bayern. Okay, wo war die nächste deutsche Mannschaft? Stuttgart hat im Elfmeterschießen gegen Arsenal verloren und der BVB Elfmeterschießen gegen Barca. Wie sieht's beim KSC aus? Sie sind letzter geworden, ja gut. Was haben sie so gerissen? 0-0 im Bernabeu. 2-2 gegen Braga. 0-2 gegen Napoli. 1-0 in Napoli. 4-1 in Braga. 0-1 zu Hause gegen Real. Das geht fit. Einmal gewonnen, zweimal unentschieden, dreimal verloren. Geht fit. Europa League? Stimmt, Europa League habe ich die Gruppen gar nicht angepasst. Waren da überhaupt irgendwelche deutschen Teams dabei?
Freiburg wurde Zweiter. Okay. Dann haben sie gegen Braga verloren. Ja, wahrscheinlich sonst kein Club, weil da war irgendwie Leverkusen wahrscheinlich, glaube ich. Und die sind ja nicht mehr dabei. Also, ja. Erfolgreiche erste Saison. Schauen wir nochmal auf die Statistiken. Wo sieht man das nochmal genau? Ah ja, hier. Frankfurt hat Jonas David geholt, der hat die meisten Tore geschossen. Nein. Nein. Das kannst du mir nicht erzählen. Simon Terodde hat 16 Tore gemacht. Simon Terodde. Ach, 11 beim FCK. Schleusener 10 für den KSC. Ich glaub's nicht. Okay, Vorlagen. Kane die meisten. Song Myung-kyu bei Schalke 8. Engin 5 bei Duisburg. Schleusener 5 beim Kass. Junge, wie gut war Schleusener, bitte? Okay, was haben wir? Ohne Gegentor. Hat Schalke Fährmann auf 25. Und Müller auf der 1. Treves hat dreimal ohne Gegentor beim KSC. Gelbe Karten! Hat Stindl die meisten mit 7. Mit Rehse und Musiala. Rote Karten. Franke eine beim KSC und Finne. Und Gondorf. Ja. Interessant, interessant, interessant. Ich gehe in die nächste Saison und simuliere direkt ans Ende. Auch die zweite Saison ist mittlerweile zu Ende und Mönchengladbach wird Fünfter. Und was ich letzte Saison vergessen habe, die Aufsteiger zu zeigen, und ich sehe es hier auch schon gut, aufgestiegen sind Leverkusen und Wolfsburg. Dieses Jahr lautet die Liga: Bayern wird Meister, dann Dortmund, Frankfurt, Leverkusen neu, Gladbach dieses Jahr nur Fünfter, dann leider Wolfsburg, Drecksverein, dann Freiburg, dann die Hertha, das ist gut, das ist krass, dann Bremen, dann Köln, dann der VfB, dann der KSC, 12. halt nicht gut, dann der HSV, wow, dann kommt Nürnberg, dann kommt Schalke, oh, ich glaube, der FCK ist abgestiegen. Nee, Relegation. Mit 21 Punkten auf dem Relegationsplatz. 15 Punkte weniger als Schalke. Was ist das denn? Duisburg, Braunschweig steigen ab. Duisburg und Lautern, das war ja richtig knapp. Warte mal, hat sich das am letzten Spieltag entschieden? FCK 2-1 gewonnen gegen Braunschweig. Hätten die da 1-1 gespielt, wäre Duisburg nicht abgestiegen. Duisburg hatte es auch in der eigenen Hand, glaube ich. Duisburg war nämlich vor dem 34. Spieltag noch auf dem Relegationsplatz und dann, ja. DFB-Pokal gewinnt der Sportclub aus Freiburg gegen St. Pauli im Finale. St. Pauli schmeißt den KSC raus. Freiburg Hertha, also andersrum, das wäre ja ein geiles Finale gewesen. St. Pauli schmeißt Bayern 3-0 raus. Ach du Scheiße. KSC schmeißt noch auf ganz chillig Wolfsburg raus. Dann gucken wir nochmal bei anderen Ligen. Wie ist die zweite Liga ausgegangen? Zweite Bundesliga. Union Berlin und Leipzig steigen auf. Mainz Dritter. Dann so Vereine wie Hoffenheim, Augsburg, Heidenheim, Bochum kommen irgendwie nicht hoch. 1860 wurde nicht durchgereicht. Es steigen nämlich Osnabrück und Münster ab. Münster ist direkt durchgereicht worden. Darmstadt steigt auf. Da bleibt alles beim Alten. Noch kurz die Relegation anschauen und dann geht's in die neue Saison. Scheiße, jetzt kann ich den... Ah doch, ich kann noch angucken. Oh, Lautern steigt ab. Lautern steigt ab. Gut. Dann gehen wir direkt mal zum nächsten Jahr. Ganz Kurzfassung. Am Ende der Saison angekommen, schauen wir mal, wie es lief. Und zwar lief es folgendermaßen. Dortmund wird Meister und dann Hertha BSC auf der 2, wie die sich hochgearbeitet haben. Bayern auf der 3, Leipzig leider der Rückkehrer auf der 4, Frankfurt auf der 5, Wolfsburg als Rückkehrer auf der 6, Freiburg auf der 7, Gladbach auf der 8, Bremen auf der 9, Leverkusen auf der 10, Mainz auf der 11, Schalke auf der 12, HSV auf der 13, Köln auf der 14, bitte, KSC ist nicht abgestiegen, Union auf der 15, scheiße. KSC ist letzter geworden. Oh Mann.
Stuttgart haben sie es durch die Relegation durchgeschafft. DFB-Pokal gewinnt erstmal Frankfurt. Relegation gewinnt Stuttgart, das heißt Augsburg bleibt in der zweiten Liga. Die Champions League gewinnt Paris Saint-Germain. Deutsche Beteiligung. Bayern im Achtelfinale raus. Dortmund im Achtelfinale raus. Leverkusen im Achtelfinale raus. Europa League gewinnt Newcastle. Aber beide sind gekommen. Ist da. Sind da wir Gladbach, aber wir sind in der Vorrunde rausgeflogen. In der Vorrunde rausgeflogen. Twente Enschede gewinnt die Conference League. Geil. Da war aber gefühlt auch nichts Deutsches. Ah doch, Wolfsburg und Freiburg, beide rausgeflogen. So, ich mache das jetzt so. Ich simuliere jetzt aus dem Jahre, was wir ja jetzt hier haben, das Jahr 2026, bis ins Jahr 2030 und dann hören wir uns das nächste Mal. So, ich bin jetzt mittlerweile 2029 und ja, ich bin mittlerweile nicht mehr bei Gladbach, da wurde ich längst rausgeschmissen. Ich bin in der zweiten Liga bei Osnabrück, das heißt, ich muss bei anderen Ligen schauen. Und die Bundesliga sieht wie folgt aus. FC Bayern München auf der 1, Dortmund auf der 2, Leverkusen auf der 3, Frankfurt auf der 4, Wolfsburg auf der 5. Nein, jetzt bin ich weggegangen. Gladbach auf der 6, Hertha auf der 7, HSV auf der 8, Stuttgart auf der 9, Leipzig auf der 10, Union auf der 11, Bremen auf der 12, Köln auf der 13, Freiburg auf der 14, Hoffenheim auf der 15, St. Pauli auf der 16, KSC leider ein Punkt hat gefehlt auf der 17 und Nürnberg auf der 18. Und ich finde ehrlich, das hat sich hier richtig gut entwickelt. Weil schaut mal an, hier oben Leverkusen, von mir aus sind die da, von mir aus Wolfsburg, okay. Leipzig ist 10. Wir haben hier, und noch Hoffenheim 15. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 der 18 Teams sind traditionsreiche Clubs. Das ist in Real Life nicht so. Ja? Allein, dass Hertha sich hier so hochgearbeitet hat. Warte mal. Der 6., 7., 8. und 9. hat jeweils 54 Punkte. Die Tordifferenz entscheidet. Also Stuttgart könnte als 9. hätte auch 6. sein können, Europa League spielen können. So spielen sie gar nichts. Ja. Ich find's einfach cool. Dritte Liga haben wir Hansa Rostock und Preußen Münster. Ja, cool. Gut, 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 gut. Die zweite Liga schauen wir uns noch schnell an. Da steigen Magdeburg und Ingolstadt ab. Bochum hat es nicht geschafft, aus der zweiten Liga nochmal rauszukommen. Schalke hat sich leider auch in der zweiten Liga festgesetzt. Die sind letztes Jahr abgestiegen. Dann der FCK ist letztes Jahr auch abgestiegen. Duisburg ist sehr erfolgreich. 1860 München und Augsburg sind aufgestiegen. Und Heidenheim auch. Also das sind einfach unfassbar geil, was hier mit diesem ganzen Traditionsverein passiert. So, das war's dann aber auch vom heutigen Video. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis nächstes Mal und ciao, Kakao.